Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend. Tja, beim letzten Mal haben wir hier die Folge beendet, als die beiden zumindest, ja, wie glücklich in den Armen lagen und beschlossen haben, den Leuchtturm zu kaufen oder, ja, hier zumindest ein Haus zu erbauen. Ja, dementsprechend, hier gibt es keine Objekte, keine Momentos. Dementsprechend, ja, Moment mal. Die haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht wirklich daran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unser Patient. Notiz angehalten, übrigens. Notizen würde ich gerne mal lesen. Übrigens, wir sehen hier oben noch immer noch alles sehr schön, alles schick, alles fein. Hier haben wir einmal eingelegte Oliven, Johnnys Lieblingsspeise. Der verlassene Leuchtturm an der Klippe ist also Anja. Und dann wollen wir wieder weitere Erinnerungen und Objekte finden und suchen. Was gibt es hier so Schönes zu erleben, zu schauen? Guck mal. Das sind die beiden, die gerade wahrscheinlich hochgehen. Also heißt es, sie gehen weiterhin zurück in die wunderschöne Vergangenheit. So, vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes, ja, was wir erinnern können. Und wir sehen so, ja. Das ist so der schöne Ort, wo unser herzliebster Neil das Auto geschrottet hat. Naja. Naja. Ein wunderschönes Häschen. Wir lassen Neil am besten nicht wieder alles hier in das Memento reingeben, weil ansonsten macht er wieder komische Sachen. Ein Schnül. Boys, viele Boys, glaube ich. Wie wollen wir das? Ich glaube, langsam habe ich wieder einen Griff raus. Jo, dann lass uns weiter in die wunderschöne Vergangenheit reisen. Wir haben schon wieder einen, ja, Papierhasen gefunden. Diesmal aber nur einfarbig. Ich glaube, so zweifarbige Origami sind wirklich sehr schwierig, ja, zu erstellen, zu machen. Ich habe bis jetzt noch nie ein Origami gemacht und ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich damit anfangen werde. Ach ja. River. Ja, wir sind in mittleren, älteren Jahren. Ein gelber Papierhase. Oh Gott, nicht schon wieder. Ach ja. John. Warte. Neil, du weißt doch, du darfst mich auch gerne Jane nennen. Du musst mich nicht immer mit Gott ansprechen. Ah, ich liebe es so. Mein Ex hat auch mal gesagt so, ah, du darfst nicht Daniel nennen. Und ich so, Ah, schön. Habe ich Kartons mit Blankopapier. Oho, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Das wissen wir alle. Alter Flügel, wie zur Hölle haben sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die Tartis. Wer ist Talis? Nicht wirklich, da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Okay, stimmt. Damit steht fest, Piano zu bewegen, ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen. Diese Episode würde ich mir gerne anschauen. Und wie lang funktioniert, beziehungsweise wie lange dauert dann diese Episode? Die würde ich mir sogar anschauen. Tito, wäre sicher episch. Weiß zwar nicht, wer die Tardis ist, so klärt mich auf. Aber würde mich gerne wirklich jemanden anhören und anschauen, wie er Flügel durch die Gegend flirrt. Bist du früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen?
machst du da? Hasen? Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreibe ihn. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Oh, oha. Hast du den Hasen gerade fett genannt? Ich habe Fragen. Ja, es ist eher der Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du nimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River? Man fragt sich so, was war das für eine Krankheit, die im späteren Verlauf bei ihr festgestellt worden ist? Und was geht jetzt in ihr vor? Ist sie einfach nur introvertiert, ein introvertierter Stübling? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ja, an diesem Krankenbett. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, aber selbst dafür ist das ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist autistisch? Könnte gut sein, ne? Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Wäre nicht voll sehr schön auch mal, ja, dann die Sicht von River zu sehen und zu erleben. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir hier auch bezahlt werden. Ja, nämlich hier im wunderschönen Eimer viele lange orangefarbene Haarsträhnen. Puh, Johnny, ich glaube, sie war nicht beim Friseur. Ich glaube, sie hat sich selbst die Haare geschnitten. Kann ich aber auch verstehen, so. Das ist jetzt der Tag, an dem sie anfing, oder? Ein Schnabeltier. Ja, okay, und das ist das Moment übrigens, ein Schnabeltier, ja. Ja. Schnabeltier ist wirklich überall und ganz präsent immer wieder. Aber was hat das damit auf sich? Das werden wir wohl wahrscheinlich herausfinden, wenn wir weiter zurück in die Vergangenheit reisen. Sigmund Corporation. Drei ideale Züge, so. Das hier so machen? Ah, ja. Verdammt. Oh, war ich ein bisschen zu schnell. Och, Mensch. Jane, du hattest eine Aufgabe. Moment aktivieren. So, wir gehen weiter in die Vergangenheit. Das ist ja auch mal wieder sehr schön. Dieselbe Straße, an die wir uns schon damals auch sehr gut erinnert haben. Ja. Hallo, kleines Schnabeltier. Nein, du gibst uns kein weiteres Memento. Dann gehen wir mal weiter hoch und schauen uns, was hier oben so alles klappt, was überhaupt los ist. Okay, ein Objekt gefunden. So, eigentlich nicht. Also, rein theoretisch macht es schon Sinn, aber auch traurig zugleich, dass man nicht alles so anklicken muss. Und mit Leuten sprechen kann, aber das kann man ja auch nicht wirklich immer erwarten. Oh, da sind immer irgendwelche Gebüsche, die man nicht wirklich sieht und dann versperren die einen den Weg. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Hey, nicht so frech, Neil. Weil ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlichen, hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Das Leben, das mit einem Fingerschnippen alles beendet sein kann, das ist so faszinierend an hohen und gefährlichen Plätzen. Notiz, Höhenangst erhalten, okay. Okay, Neil, das will ich jetzt wissen. Höhenangst. Etwas, das Johnny und River offensichtlich nicht haben. Ah, witzig, schön.
So, aber nichtsdestotrotz, wir gehen weiter hier zu dieser wunderschönen Stelle, wenn wir schon irgendwie dahin gelost werden. Einmal nach rechts, nach oben. Ich schaue erstmal, was so oben überhaupt stattfindet. Ah, das ist auch der Rucksack. Leuchtturm leuchtet, es ist schön. Deswegen hast du mich damals angesprochen. Ja, das ist auch immer wieder so eine schöne Frage, die ich auch meinem Gegenüber immer stelle. Warum? Wie sieht es jetzt aus? Ich schätze, es gehört dazu. Ja mal, das ist sehr lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Meinst damit? Ist das ein Hackisack? Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung. Soll ich es probieren? Würdest du? Eine Stille, die sehr lange nichts gesagt hat, so. Dann das. Scheint irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden schon gegeben haben, an die John sich wirklich nicht erinnert und deswegen versucht, über ihn mit den Papierhasen an die Vergangenheit zu erinnern, aber er hat keinen Zugang mehr zu den Erinnerungen. Bist du verrückt geworden? Geh da weg. Ich würde aber auch am liebsten einfach an die Klippe gehen und einfach runterschauen. Hatte wohl unbewusst ihre, ja, Gefühle verletzt. Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, dieser Ball, dieser Hackiball hatte irgendwas damit zu tun, dass, ja, sie anfing, Johnny zu versuchen, an die Vergangenheit besser zu erinnern. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Es geht nicht immer um dich, Herr Liebster Mien. Ah, dann gehen wir jetzt mal weiter nach wunderschönes Rechts. Vielleicht finden wir da irgendwo ein Memento, wo wir das alles einfügen können. Sehr schön hier, sehr schön hier. Warte nur darauf, dass hier irgendwann mal wieder die Erinnerung aufhört, aber es scheint, dass er sich an hier und jetzt so ein bisschen besser erinnern kann als, ja, die letzten Male irgendwie. Hier sind wir von irgendwie hergekommen, das heißt, das Memento muss eigentlich doch hier irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Kann es das der Rucksack sein? Das ist auch nicht. Dies ist auch nicht. Rein theoretisch müssen wir dann hier einfach zurück. Ey, ich will doch nur zurück. Möchte das Spiel, dass ich weiter vorgehe? Also, okay, Spiel. Bitte lose mich in die richtige Richtung. Deuten die Pfeile, dass ich da wieder hin muss? Ich habe mir gedacht, so ja, ich spiele es ein bisschen auf der Switch durch, dann werde ich sicherlich mich nicht allzu sehr blamieren und siehe da, ich war hier zwar schon, aber ich kann mich dennoch nicht erinnern, wo ich das Memento gefunden habe. So, ja, Orientierungssinn habe ich nicht. Schön. Das ist auch immer wieder schön, so ich war hier mal, ich war hier mal. Wo lang muss ich? Absolut keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Ziel ist. Man muss schon sagen, so. Diese Klippe hier ist schon sehr, sieht sehr gefährlich aus, vor allem dadurch, dass das da vorne anscheinend irgendwie nicht wirklich weiter runter geht. Das sieht gefährlich aus. Das sieht ja irgendwie nicht gesund aus. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt am liebsten weiterhin, ja, wunderschönen, ja, nächsten älteren Erinnerungen gehen. Aber es wird jetzt nur noch schön so. Hallo, kann ich laufen?
Ich glaube, ich stecke fest. Hilf, helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Help me, brother, I'm stuck. Was? Ah, wenn ich jetzt aber. Okay. So, Leute. Ich habe das Spiel jetzt kurz nochmal neu gestartet. Bin jetzt wieder zurück hier bei einer wunderschönen Anja, dem Leuchtturm, River und Johnny. Und ja, das Memento, das wir suchen, ist dieser wunderschöne Rucksack tatsächlich. Ich habe den eigentlich vorhin auch angeklickt. Die fragt mich, woran es gelegen hat, dass es nicht funktioniert hat, aber wir sind jetzt hier, wo wir sind. Sigmund Corporation. Und Seth war ich uns. So, ich hatte mal im BWL-Studium auch mit einem ja, Matheprogramm in Mathe Wirtschaftsmathematik hatten wir so ein R-Programm. Da haben wir auch so coole mathematische Sachen eingegeben und ich habe absolut keinen Plan davon. So. Nichtsdestotrotz, so, wir haben hier einen wunderschönen Rucksack. Ideal sind 4 Züge und ausnahmsweise habe ich es auch mal geschafft, das in 4 Zügen hinzubekommen. Oh, ja. Wie dem auch sei, gehen wir in die wunderschöne nächste Erinnerung. Hier sind wir, ja, in der wunderschönen Bibliothek, wie wir sehen. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus, John. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Müssen ist relativ. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, ist sie nie wirklich da. Da geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann, dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du hier wichtig bist. Auch wenn man das meistens nicht wirklich aussprechen kann und nicht wirklich zeigen kann, was eigentlich auch so wahrscheinlich so ja, ein Anzeichen für Autismus ist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Ein bisschen Verständnis. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Was ist schon normal? Wer will schon normal sein? Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache? Nun ja, bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist sehr mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Weißt du, ich beneide River ebenso, wie ich sie bemitleide. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder es nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Fast schon poetisch, aber trotzdem sehr schöne wahre Worte. Tage, an denen ich die ganze Zeit Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann, dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabelle, die die Leute kennen, ist nur eine Show. Mein wahres Ist. Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie, weil sie ist an keine Norm dieser Welt gebunden. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Kann es sein, dass du überhaupt bis jetzt keine Frau getroffen hast? Danke, Rosaline, dass du ungefähr dasselbe sagst wie ich gerade. Das hier geht uns nichts an. Komm! Und weiter geht's. Kann ich wieder den Rucksack antippen? Nee, kann ich leider nicht. Das ist wahrscheinlich der Nick, der Mann von Isabelle.
Bild? Keine Ahnung. Da stand bestimmt ein Name dran und ich habe es einfach vergessen. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Das stimmt. Wir sehen hier nur die ganzen weißen Förmchen und trotzdem erinnern wir uns nicht mehr an die Menschen dahinter. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du denn da? Das Kaisers neue Kleider. Stimmt. Ja, dieses eine Buch, das bei ihr auf dem Sterbebett mehr oder weniger lag. Dann das, was wir auch im Bücherregal gefunden haben. Ja. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust es noch, hm? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Ja, schließlich hat uns das auch ein ganzes Leben lang begleitet, hm? Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie. Dann weiß ich, deine Mutter hat dir ein Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Okay, man merkt schon, nicht so unbedingt Schwiegermutters Liebling. Hehe, ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem aber nicht wieder gelesen? Hä? Ich habe die Bücher gesehen, sie verstauben in der Garage. Ja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Sag sowas nicht, es gibt immer noch sehr viele coole Sachen, die ich in der Kindheit geliebt habe und jetzt immer noch liebe. Es sind eben Kinderbücher, das hat nichts zu bedeuten. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden einem Trost. Möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Ach ja, schön. Aber, ja. Wir sind jetzt wieder am Ende der Folge angelangt. Doch wenn wir noch nicht alle Kügelchen gefunden haben, jetzt ist es dennoch mal wieder Zeit, einen Cut zu setzen. Und wir sehen und hören uns wie gewohnt in der nächsten Folge. Tschüss.